Hallo und herzlich willkommen zurück zu Spirit of the Island. Ja, in der letzten Folge haben wir ja hier die Bretter durchlaufen lassen. Und die habe ich jetzt im Hintergrund mal ein bisschen laufen lassen, damit das nicht zu lange dauert. Die können wir uns eigentlich abholen, aber es hat gerade gedingelt, dass ich mich nicht bewegen durfte. Warum auch immer. So, die können wir uns abholen. Das heißt, wir können jetzt die Brücke zur Stadt reparieren. Aber mir ist dann beim Warten noch was anderes aufgefallen, weil oben links steht ja Grundlagen des Anbaus. Baue deine erste Nutzpflanze an. Und da bin ich dann hier eben mal reingegangen und habe mir das mal durchgelesen. Hier steht nämlich, baue deine erste Nutzpflanze an. Öffne das Baumenü mit der Aktionstaste B und wähle Nutzpflanze im Anbaumodus aus. Sammle Erde für Nutzpflanzen. Gut, da weiß ich nicht, ob wir jetzt genug haben. Das erste, was du brauchst, ist eine Schaufel. Das haben wir ja schon alles. Du brauchst Erde für die Pflanzen, steht hier nur. Das heißt, wir gehen jetzt hier nochmal raus, drücken mal B. Nee. Holz. Achso, Holzklotz braucht man dafür. Wenn ich das jetzt. Kampfwerkbank. Ach, das ist nochmal eine eigene, okay. Also entweder ist das jetzt das, was wir brauchen, um die zu verbessern. Wobei ich glaube, da stand irgendwas mit Geld eben drin. Oder das ist, um eine Werkbank zu bauen. Das wäre natürlich dann Blödsinn, weil das müssen wir ja nicht haben. Ziegel haben wir sowieso nicht. Holzplatte, Eisenbahn haben wir leider auch nicht. Klebeband warten wir leider immer noch drauf, dass wir das machen können. Da muss ich jetzt gleich nochmal eben gucken. Weil da brauchten wir ja irgendwie Harz oder sowas. Ich weiß es nicht. Vielleicht finden wir das auch, was wir brauchen von den Bienen oder so. Da müsste ich gleich mal gucken. Das heißt, hier haben wir Gras, Graspflanze. Nutzpflanzen steht. Doch hier, Nutzpflanzen. Viermal Erde braucht man dafür. Oh, einen einfachen Sprinkler. Oh, ist aber nicht so einfach herzustellen. Kann man sich theoretisch auch machen. Die Frage ist jetzt, am besten würde ich sagen, machen wir das hinterm Haus, oder? Weil hier vorne kommen wahrscheinlich die Werkbänke und so rein. Hilfe! Das sei jetzt irgendwie 6-mal Salatsamen soll ich darin einpflanzen. Ich brauche einen Samen zum Einpflanzen. Idealerweise aus dieser Jahreszeit. Ja, ich hab doch. Ach so, Moment. Ich soll Salatsamen einpflanzen. Kann ich auch andere einpflanzen? Aus dieser Jahreszeit, was haben wir denn gerade? Moment, wir haben Jahr 1 Frühling. Tage bis Ernte. Ach so. Kann nur im Frühling wachsen. Ja, dann würde ich doch fast sagen, dass wir die auf 7 legen. So. Das nehmen. Und nicht pflanzen können. Weil er unbedingt Salat haben will. Na toll. Wo bekomme ich denn Salatsamen her? Ihr seid doch bescheuert. Na gut. Ich muss aber auch bald wieder schlafen gehen. Wenn ich mich jetzt aufmache, ist das vielleicht nicht ganz so günstig. Achso, ich wollte aber vorher noch mal kurz gucken. Klebeband. Ich weiß nicht, Fett war das. Genau, Fett. Wo kriege ich denn Fett her? Das kriege ich wahrscheinlich nicht durch den Honig. Vielleicht können wir ja mit ihm irgendwie darüber sprechen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, zum Start der Folge muss ich mich jetzt erstmal hinlegen. Jetzt haben wir 18 Uhr. Ich weiß ja nicht, wie lange der Typ da am Arbeiten ist. Machen wir mal 12 Stunden Schlaf. Weil ab 6 Uhr morgens könnte ich mir vorstellen, dass er da noch arbeitet. Aber mitten in der Nacht, denke ich mir mal, wenn wir dann ausgeschlafen sind, wird er da wahrscheinlich nicht stehen. So, schön ist, das Spiel wird dann auch immer gespeichert. Ganz toll. gut, dann haben wir nochmal Wasserbedarf. Ich würde sagen, dass wir das einmal machen. Und einen Apfel essen. Na gut, das hat jetzt nicht so viel gebracht. Haben wir nichts bekommen? Ach so, du sollst ja auch nicht den Apfel machen, du Trottel. Ich muss eh drücken. Haha. Ich muss eh drücken, damit ich da was rausfinde. Habe ich total vergessen. Okay.
Gut, weil ein paar Bäumchen soll man auf jeden Fall auch immer bei uns haben, denke ich mal, um nämlich die Äpfel zu kriegen. Oder vielleicht auch Kokosnüsse oder was weiß ich was. Hi! Ich laufe hier zum Glück mit dem Apfel rum, nicht mit dem Messer. Hast du das nötige Material gefunden? Ja, es ist alles hier. Wunderbar, danke. Ich werde die Dinge etwas beschleunigen können. Entspanne dich etwas in deinem Haus. Morgen wird alles bereit sein. Oh, da bin ich mir sicher. Na toll. Kann ich auch so noch mit dir reden? Nee, kann ich gerade nicht. Okay. Na gut. Dann laufe ich mit meinem Apfel wieder zurück. Das sieht irgendwie seltsam aus. Mann, wo kriege ich denn dieses komische Fett her? Das muss ich doch eigentlich jetzt schon kriegen können. Behaupte ich mal. Weil man das hier braucht. Was ist denn hier mit der Karte eigentlich? Privatbesitz von Gameplayerin. Also das ist meine Grenze hier anscheinend. Okay. Was ist denn? Aber ich denke mal nicht, dass ich hier irgendwie Fett aus den Steinen rauskriege. Die darf ich schon gar nicht machen. Warum nicht? Hm. Kann ich dich töten? Kann ich von dir Fett haben? Anscheinend nicht. Folge der Straße nach Norden, um das Land von Gameplayerin zu erreichen. Ah, im Süden erreiche ich die Angelstelle. Ah, das ist schon mal ein guter Hinweis. Oh, die greifen mich an. Ich wollte doch nur mal gucken, ob ich was Honig kriegen kann. Entschuldigung. Ist das Gift oder was? Ich bin anscheinend tatsächlich vergiftet. Oh nein, und ich habe die Pilze weggeworfen. Oh nein. Oh nein. Sieben, sieben, sieben. Sieben. Nein, du sollst den ja auch nicht essen, weil du hungrig bist, sondern weil die Bienen dich vergiftet haben irgendwie. Oh Gott, ich werde sterben schon in der zweiten Folge. Ich merke das schon. Was soll ich denn gegen Gift machen? Wieso sagt mir keiner was dazu? Ah! Ist das euer Ernst? Ja, super. Regeneration. Jetzt muss ich die ganze Strecke wieder laufen, oder was? Ist das euer... Ach. Neuer Tagebucheintrag. Da gucken wir doch direkt mal nach. Ich habe... Nee, das ist der Mechaniker. Ich wollte mich nicht an das erste Mal erinnern, als ich in Ohnmacht gefallen bin. Na toll. Oh, das ist doch wirklich nervig. Ja, das ist mir schon klar, dass deine Tasche voll ist. Ich wollte nur gucken, dass ich die doch noch mal eben wegmache, weil das ist doch sehr, sehr nervig hier. So, okay. Ja, ich würde sagen, den Bienen kommen wir lieber nicht zu nah, wenn wir keine Imkerausrüstung oder sowas haben. Das konnte ja jetzt keiner ahnen, dass die mich vergiften. Nein. Bloß nicht nochmal angreifen, Jungs. Ja, wie? Ich bin nicht hungrig. Aber ich muss doch irgendwie mein Leben wieder kriegen können. Oh, ist das euer Ernst? Wir gehen einfach mal hier rein, sehe ich gerade. Ist das eine Bücherei? Silberschwert, Eisenschwert, Smaragd. Was haben wir denn hier? Ich besitze diesen Gegenstand nicht. Ja, deswegen will ich ihn ja gerade holen. Aber ich glaube, so einfach ist das nicht. Wir können hier runtergehen. Holzschild und so weiter. Okay. Uraltes Ei. Also anscheinend kann man hier irgendwie seine Sachen angucken oder so. Na gut. Moment, da steht was. Haus der Geschichte. Erfahre mehr über unsere eigene Geschichte. Ja. Viel kann ich da jetzt nicht erfahren. Dann gehen wir mal einfach weiter Richtung Süden. Wir könnten das Ganze natürlich auch überspringen und direkt schlafen gehen und dann direkt dahin gehen. Aber wir wollen ja auch mal ein bisschen erkunden. Moment, hier links scheint was zu sein. Oh, was ist das denn hier alles?
Ach, das ist die Angelstelle. Es sieht so aus, als ob das eine Angelstelle ist, die zum Anlegen verboten und vielleicht zum Fischen genutzt wird. Aber so kann ich sie nicht benutzen. Vielleicht kann ich in der Stadt mehr Informationen einholen. Ich frage am besten jemand, der sich mit Booten und Angelstellen auskennt. Ich erinnere mich, dass meine Eltern mir etwas über diesen Ort erzählt haben, an den Touristen gerne den Urlaub verbringen. Oh, neue Quest, der Ozean der Möglichkeiten. Touristen kommen in der Regel mit ihren Booten... Achso, Schande... an der Anlegestelle an. Je beliebter du bist, desto mehr Touristen werden dich besuchen. Und die Stadt, denn du bist die eigentliche Touristenattraktion. Sie können Gegenstände und viele andere Dinge an deinen Wohnsitz kaufen. Also achte darauf, dass du verschiedene Gegenstände zum Verkauf anbietest. Manchmal kann selbst der unwichtigste Gegenstand zu etwas werden, für das die Touristen gut zu zahlen bereit sind. Okay. Vergiss auch nicht, deine Insel zu verschönern. Touristen können durch Dekorationen abgelenkt werden, sodass sie noch mehr ausgeben. Wenn du ihnen also einen Job anbietest, können sie vielleicht für dich arbeiten und auf der Insel leben. Denke aber daran, dass du sie bezahlen musst, ihnen zu essen und zu trinken geben musst und auch für ihre Unterbringung sorgen musst. Okay. Nein! Ach, scheiße. Ich wollte nichts essen. Ich wollte nur eigentlich was gucken hier. Ich kann die Sachen hier nicht wegmachen. Ja, wahrscheinlich kann ich hier nichts machen, bis ich da wirklich mit jemandem gesprochen habe. Na gut, schauen wir uns noch ein bisschen mehr um. Moment, da ist irgendwas Rotes. Ach, das ist ein Gegner. Oh, 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 oh. Vielleicht sollte ich doch mit der Machete weiterlaufen. Muscheln kann man auch nicht aufsammeln? Nein. Okay. Das sind Baumstämme, die man anscheinend so mitnehmen kann. Und da sind Palmen, die keine Kokosnüsse haben. Doch, die haben welche. Die haben auch welche. Was ist das hier? Das ist ein riesiger Felsen. Oh, das sind schon wieder Gegner. Muss ich mal schauen, ob ich hier rumkomme, ohne dass die mich sehen. Das sieht ja aber alles so ein bisschen verwildert irgendwie aus. Ja, wo zur Hölle kriege ich die Salatsamen her? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich muss ich die kaufen für den Anfang, nehme ich mal an. Was bist du denn? Gullideckel mittendrin oder was? Ach du Schande. Da ist aber irgendwas, was leuchtet. Theoretischerweise könnte man die Insel doch hier auch verschönern, oder? Ja, ich würde jetzt schon gerne wieder zurück. Ich habe aber keine Ahnung, wie ich wieder zurückkomme. Das ist wahrscheinlich nicht meiner. Ah, doch. Ah. Ich komme nach Hause. Ich glaube, ich musste nach rechts nach Hause, oder? Nee. Aber vielleicht komme ich dann von der anderen Seite dahin. Da können wir uns natürlich auch mal eben umsehen. Obwohl, warte mal, hier ist... Hier waren wir doch noch gar nicht. Da ist eine Höhle. Hallo. Eine uralte... Huhu! Achso. Oh. Ich dachte, ich falle da jetzt runter. Eine uralte Höhle. Ohne Karte. Das ist immer schlecht. Was war das? Naja, Tagebucheintrag. Nehmen wir mal das. Kann man auch abbauen. Stein. Ist das kein Stein? Ich will wissen, was das ist. Moment. Ich habe eine leere Flasche gefunden. Das ist... nee, oder das ist meine Flasche, die leer geworden ist. Das kann natürlich auch sein. Ich mache mal die Pilze, werfe ich mal weg. Was natürlich clever ist, dass ich die direkt hier wegwerfe. Eisenerz! Eisenerz! Oh, da gucken wir mal weiter. Ja, ich brauche das... Nein, hat er jetzt das Eisenerz nicht aufgenommen? Das sind noch andere.
Oh, das ist gemein. Das ist ganz gemein. Moment, wir nehmen jetzt erstmal noch eine Flasche. Ja, das war, glaube ich, das Falsche. Ich wollte ja eigentlich was essen und nichts trinken, aber egal. Aber ich habe hier noch was frei. Irgendwas muss hier doch noch rein. Oder ist das? Nee, das ist nur die Schnellleiste. Würmer können zum Fangen von Fischen verwendet werden. Sie werden schlecht, wenn du sie nicht in ihrer Wurmzucht hältst. Wenn die sowieso schlecht werden, dann werfe ich die jetzt mal ab. So. Nein, wieso habe ich jetzt die Würmer wieder aufgenommen? Wollt ihr mich veräppeln? Ich denke, die sind erstmal gesperrt. Silbererz. Oh. Stein ist die Blume. Ja, ist ja schön, dass die einen Marktwert hat, aber die geht ja sowieso runter. Und ich kann eh noch nichts verkaufen. Dann würde ich sagen, dass ich die Blume erstmal abwerfe. Das ist doch scheiße. Eins von denen noch mit dem Kupfererz. Oh. Oh, ich sehe gerade, die Axt, die wird irgendwann kaputt gehen. Das ist schlecht. Ich weiß nämlich gar nicht, was ich alles brauche, um eine neue Axt zu machen. Aber ich hoffe mal, dass wir dafür nicht viel brauchen. Ich brauche dringend einen Schlüssel. Das ist mein Problem. Ah. Jetzt muss ich erstmal wieder zurück. Eigentlich wollte ich was zum Kämpfen reinmachen, falls mir irgendwas begegnet. So, wie komme ich denn? Da oben ist anscheinend auch eine Angelstelle. Oder? Nee. Doch. Das ist eine Angelstelle. Ah, cool. Und das ist alles bei mir auf dem Land. Ah, ich glaube hier vorne. Ja, hier vorne ist. Oh, ich dachte gerade schon. Oh, da ist was. Hallo, ich weiß, dass du neu hier bist und möchte dir deshalb einige Sachen über diese Stadt schreiben. Von Thala. Ich hoffe, dass du dich in deinem neuen Zuhause eingelebt hast. Jeden Monat finden hier mehrere Veranstaltungen statt und außerdem werden die Leute jedes Jahr älter. Haha, echt? Ich würde dir raten, dir die Geburtstage der Stadtbewohner zu merken, damit du hier schneller Freunde machst. Haha. Wenn du an diesen Events teilnehmen willst, musst du nur ins Stadtzentrum gehen und mit dem großen leuchtenden Symbol dort interagieren. Ich hoffe, dich dort zu treffen. Okay. Ja. Wo haben wir denn Generalschlüssel? Ach, da brauche ich einen Goldbarren für. Das waren keine Barren, oder? Oder? Eisenbarren? Moment, ich muss mal. Nee, das war nur Erz. Genau. Kupfererz. Eisenerz. Okay. Da brauche ich Nägel für. Wie kann ich denn. Nägel mit Eisenbarren. Also ich muss auf jeden Fall einen Brennofen machen. Dafür brauche ich wiederum Klebeband. Aber ich weiß immer noch nicht, wo ich dieses dumme Zeug herkriege. Verbesserter Herd. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Also ich denke mal, im Brennofen, dass wir da vieles machen können im Sinne von Eisenerz schmelzen und solche Sachen. Aber da brauchen wir dieses dämliche Klebeband, wo ich keine Ahnung habe, wie ich das herstellen soll. Also beziehungsweise wo ich das Fett herkriegen soll. Vielleicht kriegen wir es, wenn wir in die Stadt gehen. Ich weiß es nicht. Ich werde mich jetzt erstmal hinlegen. Das Problem ist halt, ich habe wirklich null Platz. Wenn ich jetzt in die Stadt gehe, kann ich wieder auch nichts aufnehmen und nichts. Das ist. Machen wir 10 Stunden. Doch da die aufgenommene Folge sehr, sehr lang geworden ist, machen wir hier einen kleinen Cut zum Ende der Nacht. Und wir sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.